Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Ja, heute soll es wieder um den Eon 6 gehen. Diesmal ein bisschen mehr Gerede, und zwar hat das einen ganz einfachen Grund. Also wir haben mittlerweile den Kabelbaum etwas umgepinnt, also an die Y8-Stecker angepasst, und es funktioniert auch soweit. Und er ist auch schon angesprungen. Allerdings hatten wir das Problem, dass er da sämtliches Benzin überall im Motorraum verteilt hat. Es lag ganz einfach daran, dass die Einspritzdüsen und alles nicht richtig fest war, also nicht so, wie es wahrscheinlich sein sollte. Und entsprechend habe ich das auch nicht aufgenommen. Es geht auch an sich voran, nicht in dem Tempo, wie ich es gern hätte. Also der Wagen steht immer noch in der Garage. Heute kamen noch ein paar Sachen rein. Alles nichts, wie gesagt, das Auto ist angesprungen. Das Spritproblem haben wir gelöst. Ja, und dann ist er wieder angesprungen. Hier ein kleiner Ausschnitt davon. Ja. Wie ihr hört, dreht das Auto direkt hoch, und ich wusste nicht, woran es lag, und entsprechend habe ich mich heute dran gemacht, den Fehler zu suchen. Ja, das Problem ist einfach gewesen, dass der Kabelbaum wahrscheinlich einfach falsch eingesteckt war. Wir haben das Ganze irgendwie ein bisschen in den Griff gekriegt, also er ist angesprungen, Drehzahl ist abgesackt, dann wieder hoch. Das ist an sich nichts Problematisches, weil das Steuergerät sich ja neu anlernt. Und das durchaus schon mal vorkommen kann, gerade wenn so ein Motor auch länger gestanden hat. Was mir allerdings Sorge gemacht hat, ist, dass wir ein, zwei Mal so ein kleines Plöppen hatten und die Motorkontrollleuchte dann angegangen ist. Entsprechend haben wir das Auto sofort ausgemacht. Und ja, es ärgert mich halt, weil das nichts ist, was ich euch zeigen möchte. Auch wenn das selbstverständlich dazugehört, dass nicht alles immer direkt klappt. Aber ich finde es halt super ärgerlich, weil es auch nicht für euch so extrem spannend ist zum Schauen. Und deswegen gab es auch jetzt die ganze letzte Woche kein Video, weil, naja, die Hauptzeit, die ich habe, verbringe ich damit, das Auto irgendwie ans Laufen zu kriegen, die restlichen Fehler zu finden und die irgendwie rauszukriegen. Das Problem ist halt einfach, wenn man jetzt keine feste Anleitung hat, nach der man sich richten kann, sondern vieles dann auch selber erstmal lernen muss und selber nachschauen muss und alles irgendwie so, ja, ich versuche es jetzt einfach mal, ist das halt alles ein bisschen ärgerlich. Und ja, gerade was auch so Sachen wie Stecker umpinnen jetzt anging und sowas, war jetzt alles so eine ganz neue Erfahrung. Und entsprechend ist das natürlich jetzt auch ein langer Lernprozess, aber das Auto sollte eigentlich schon lange fertig sein, und das stört mich extrem. Und deswegen gab es auch kein Video, weil, wie gesagt, ich möchte euch jetzt nicht irgendwie nur ein Video zeigen, wo ich jedes Mal das Gleiche mache, weil ich einfach nicht vorankomme, sondern deswegen erkläre ich euch jetzt, warum es eine ganze Woche lang kein Video gegeben hat und warum ich auch jetzt dieses Video mit dem Schlüssel, was ich angekündigt hatte, noch nicht beendet habe. Also ein kleiner Sneak Preview. Es geht um so ein Hot Wheels Auto. Das habe ich jetzt allerdings auch noch nicht fertig. Liegt ganz einfach daran, weil meine ganze Energie momentan wirklich daran oder da rein geht, den Wagen zu starten und ja, das irgendwie alles ans Laufen zu kriegen, damit wir auch schon bald wieder am EJ9 irgendwie was machen können, der übrigens noch ein paar Teile mehr verloren hat. Also der hat jetzt den Mittelschalldämpfer noch gespendet, vorübergehend, weil der ist, wenn der EJ6 einen Cut hat, genau der gleiche wie beim EJ9. Das Problem ist allerdings, dass der Mittelschalldämpfer der SRS-Anlage, die wir für den EJ9 gekauft hatten, irgendwie nicht passt. Ja, hat er jetzt die TSS-Anlage erstmal von meinem drunter, zumindest der Mittelschalldämpfer. Endschalldämpfer ist ja beim Coupé entsprechend länger, und ja, so ein paar Kleinigkeiten hat er jetzt noch gespendet. Das ist alles halt Zeit, die das Ganze kostet, damit die Sachen ausgebaut werden, wieder eingebaut werden und dann nicht immer unbedingt sofort klappen. Also mir ist jetzt aufgefallen, dass der Mittelschalldämpfer falsch sitzt. Also der von TSS hat zwei Haltearme, also einmal zur linken Seite weg und einmal zur rechten Seite weg im Mitteltunnel. Und je nach Position des Cut, also der Cut ist quasi, muss einmal genau auf die andere Seite rumgedreht werden, damit dieses Dreieck, was quasi zum Mittelschalldämpfer hin zeigt, nach oben zeigt. Also, dass das quasi so ist und nicht so. Also, versteht man, was ich meine? Ich glaube schon. Ja, so dass ich quasi den Haltearm irgendwie da ein bisschen weiter nach oben kriege. Das sind alles so Kleinigkeiten, die jetzt noch zu tun sind. Ja, aber wie gesagt, das mit dem Motor, das,
es lässt mich momentan nicht los und das beschäftigt mich sehr und stört mich sehr. Und ja, ich würde euch gerne direkt zeigen, was da passiert. Bloß, wie gesagt, ich denke, das ist einfach nicht spannend. Und ja, am liebsten hätte ich auch 100 Experten da, die mir das zeigen würden, wie es richtig geht. Ist leider auch nicht so einfach, also muss ich dann mich wirklich auch durchkämpfen und versuchen. Und für den letzten Versuch, da hatten wir ja, wie gesagt, schon die Motorkontrollleuchte an. Entsprechend habe ich mir jetzt einen OBD-Adapter bestellt, damit ich das Ganze übers Handy auslesen kann. Denn die ECU speichert ja die Fehlercodes und entsprechend kann ich dann gucken, was für ein Fehlercode es war. Also für mich hat es sich wie eine Fehlzündung angehört. Das müsste man dann entsprechend anhand des Fehlercodes auslesen. Ja, also wie gesagt, es war so ein Plöppen und entsprechend glaube ich einfach, dass es eine Fehlzündung gewesen ist, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, aufgrund dessen, dass die Kerzen nicht nur schwarz gewesen sind, sondern ja, auch, dass der relativ lang stand, der Wagen. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, tut mir leid, es waren jetzt ein Gequatsche. Ja, es geht nicht anders. Ich wollte euch nur auf den neuesten Stand bringen, euch erklären, warum das so ist, wie es ist. Und ich danke trotzdem fürs Zuschauen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe dann auch mit einem funktionierenden Auto. Ja, bis dahin. Ciao.